Hallo und guten Tag. Heute ist ein wunderschöner Tag. Heute geht es wieder mal um uns selbst. Ich möchte dir ein Thema mitgeben, heute einige Gedanken mitgeben zu der Untersuchung Fremdsteuerung oder Selbststeuerung. Das heißt, lässt du dich vom Außen zu stark beeinflussen, ganz ohne Beeinflussung geht es natürlich nicht, oder bist du zu einem hohen Teil selbst gesteuert? Das wollen wir uns mal anschauen und wir wollen auch mal überlegen, was ist denn gut? Ist besser das Selbstgesteuerte oder besser das Fremdgesteuerte gut? In meinen früheren Seminaren habe ich das relativ häufig mit einem Beispiel dargestellt, dauert nur eine Minute, will ich dir auch mal liefern. Und zwar vergleiche ich da zwei Tiere, zum Beispiel die Muschel. Die Muschel hat ein sehr einfaches Leben. Die Muschel ist recht außengesteuert. Sie liegt einfach am Meeresgrund, schwankt so ein bisschen hin und her in den Wellen und ab und zu mal Klappe auf, Plankton rein, Klappe zu und hat ein Leben Stunde für Stunde, Tag für Tag, Nacht für Nacht lebt sie dort wunderschön am Meeresgrund, Klappe auf, Plankton rein, Klappe zu und hat ein wunderbares Leben. Da gibt es ein anderes Tier, das ist der Adler. Der Adler hat ein Leben, das ist genau das Gegenteil. Der ist immer auf der Suche. Er fliegt, hat kaum Zeit, irgendwo zu rasten. Er muss, um seine Jungen zu füttern, muss er auf die Jagd gehen, muss von oben herunterstürzen, muss sich irgendetwas holen, seinen Jungen bringen und ist immer wieder unterwegs, nur um zum Überleben. Und jetzt könnte man untersuchen, was ist besser, als Muschel zu leben? Da gibt es bestimmt Vorteile davon. Oder eben als Adler zu leben. Für diesen Kampf, den der Adler jeden Tag zu erledigen hat, da gibt es natürlich das Gefühl der Freiheit, der Größe, der Unabhängigkeit. Und das sind eben die Dinge, die man unterscheiden muss, wenn ich fremdgesteuert lebe oder selbstgesteuert. Und was macht denn diese Fremdsteuerung aus? Einmal, und das ist unser größtes Problem, wir denken so oft, was denken die anderen über uns? Wir wissen zwar nicht, was die über uns denken, aber wir denken, was denken die über uns und machen uns dann irgendeine Meinung und danach leben wir. Das ist schon sehr weit hergeholt, wenn wir für andere leben. Und sehr, sehr viele Menschen leben genau nur für die anderen. Und die Frage der Selbstbestimmung ist natürlich, sich etwas zu lösen und sagen, ist eigentlich völlig wurscht, was die anderen denken. Keiner wird jemals so weit kommen und sagen, das ist mir völlig wurscht, aber es ist mir weniger wichtig, reicht dir schon, um ein bisschen mehr in die Selbstbestimmtheit hineinzuwachsen. Selbstbestimmt zu leben heißt eigenverantwortlich zu erleben. Das eine ist, dass man sein Leben ausrichtet nach den anderen, aber diese Selbstbestimmtheit hat noch etwas anderes. Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, zum Beispiel Sport zu machen, und lass mich dann ablenken durch irgendetwas, durch jemanden oder durch eine Sache oder durch Regen oder durch eine Jahreszeit oder was auch immer, dann bin ich automatisch wieder fremdbestimmt. Der Selbstbestimmte hat die Selbstdisziplin, das durchzuziehen, was er sich vorgenommen hat. Das gilt nicht nur für den Sport, das gilt für eine Sprache lernen, das gilt zum Abnehmen. Da kommt einfach ein Duft in die Nase und man unterbricht seine Diät oder sein Abnehmprogramm, nur weil von außen ein Duft hergeweht ist. Da geht es nicht mal, was denken die anderen über mich, sondern auch das ist eine Beeinflussung von außen durch Sachen, durch Zeit und durch viele, viele Dinge. Ich möchte dir heute etwas ganz Wichtiges mit auf den Weg geben. Wir alle und viele, viele Menschen sagen regelmäßig, ich muss das jetzt noch machen. Und ich muss dorthin und ich muss und ich muss und ich muss. Das ist ein Wort, das in unserem Sprachgebrauch sehr häufig vorkommt, dieses Ich muss. Wenn du dich frei machen kannst von diesem Ich muss, dann lebst du ein ganzes Stück selbstbestimmter und du lebst ein ganzes Stück freier und du lebst ein ganzes Stück glücklicher. Ich möchte gar nicht, dass du dein Verhalten änderst. Du kannst genauso weiterleben, wie wenn du sagst, ich muss. Tausche einfach das Wort ich muss oder das Wort muss um ich will. Es bleibt alles beim Alten. Ich muss dorthin gehen,
dann sag bitte, ich will dorthin gehen. Du gehst ja hin, ob du musst oder willst, spielt aber gar keine Rolle. Du gehst ja hin, du sollst nichts ändern. Du sollst nur das Wort will verwenden anstelle von ich muss. Denn muss ist immer außen gesteuert und ich will ist selbst gesteuert. Und das gilt für weitere unendlich viele Beispiele. Ganz hart zum Beispiel, ich muss arbeiten. Musst du das? Nee, du willst arbeiten. 4 Milliarden Menschen würden sehr, sehr gerne arbeiten auf dieser Welt. Und wir sagen hier, ich muss arbeiten. Und arbeiten ist auch noch wieder so ein besetztes Wort mit irgendwelchen negativen Dingen. Ich will etwas tun. Ich will etwas Großartiges tun. Ich will etwas tun, was mir Spaß macht. Einfach nur, ich will ersetzen dieses komische, ich muss. Denn ich darf dir eins verraten. Du musst überhaupt nichts. Doch, du musst auf die Toilette gehen und du musst irgendwann am Lebensende sterben. Das sind die zwei Dinge, die mir gerade einfallen. Vielleicht gibt es irgendwo nochmal ein Muss, ein kleineres. Aber das sind die zwei Hauptdinge, die ich muss. Alles andere will ich. Und wir wollen selbstbestimmt leben. Wir wollen unser Leben selbstbestimmt. Es muss nicht unbedingt die Frage sein, will ich Adler sein oder will ich Muschel sein. Darum geht es gar nicht so sehr. Es geht mir darum, dass du anfängst, darüber nachzudenken, selbstbestimmt zu leben. Nicht für das Außen zu leben oder sich von dem Außen beeinflussen zu lassen. Das ist die ganz große Kunst, ein selbstbestimmtes Leben. Das geht so ein bisschen in Freiheit, auch wenn wir niemals diese endgültige Freiheit haben. Wir sind immer irgendwo beeinflusst vom Außen, durch Sachen, durch Zeit, durch Menschen um uns herum. Aber es geht mir darum, dass du einfach mal drüber nachdenkst. Ich will dir auch nichts vorschreiben, was du machen musst, sondern ich will dir Impulse liefern mit meinen Videos, dass du einfach mal darüber nachdenkst, was willst du in Zukunft? Was willst du wirklich? Willst du ein selbstbestimmtes Leben oder willst du dich wie ein Spielball auf den Wellen hin und her treiben lassen durch eine Außensteuerung? Ich finde es toll, jemanden ein Stückchen mehr in Richtung Selbstbestimmung, ein Stückchen mehr in Richtung Selbststeuerung kommt. Und das wollte ich dir heute einfach mal als Gedanke einpflanzen, darüber nachzudenken, was willst du? Selbstbestimmt, außengesteuert, Muschel, Adler, dich von anderen beeinflussen zu lassen oder zu leben für andere. Also es ist deine Entscheidung. Du kannst heute noch diese Entscheidung treffen. Du kannst diese Entscheidung jeden Tag neu treffen. Und wenn du weitere Dinge von mir hören willst, über Kommunikation, Rhetorik oder über solche Dinge, die die Persönlichkeit betreffen oder dann natürlich auch Verkauf und Vertrieb, das ist mein Thema. Würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke drückst. Und dann bin ich jeden Donnerstag um 17 Uhr wieder bei dir. Mir hat es Spaß gemacht. Und dir?